Wir haben als kleine Krabben ein Ziel vor uns gesehen. Wir wollten sehr berühmt werden und in der Zeitung stehen. Egal, ob es als Verbrecher oder Bundeskanzler war, so wählten wir den Mittelweg und wurden Fußballstar. Und jetzt schätzt die ganze Fußballjugend den Opitz und den Zwirschen an, das bin ich und dieser da. Als Vorbild sportlicher Tugend von Hütteldorf und Floridsdorf bis nach Amerika. Zwei Haxen und ein Laberl, eine Dress und einen Kopf. Den braucht man nämlich ab und zu zum Köpfeln. Dann braucht man einen Schmäh und den Herrn von ÖFB Diäten und Moneten abzuknöpfeln. Weil der Opitz und der Zwirschina sind nicht zum Vergnügen da. Und gratis tut das Fußballspielen weh. Und lad uns ein Verein zu einem scharfen Training ein. Dann müssen wir energisch protestieren. Jawohl, wir wollen unsere Ruhe, besonders in der Früh, weil wir da noch den Wein von gestern spüren. Und der Opitz und der Zwirschina sind nicht zum Trainieren da, weil da schaut aus am Trainer keiner zu. Und beim Trainieren, da kommst du ins Schawitzen und strapazierst den internationalen Fuß. Da tun wir lieber im Clubhaus sitzen und sagen dem Nachwuchs, wie man Fußball spielen muss. Und wenn man mal ein Match verliert, was hier und da passiert, ne? Weil schwache Stunden haben wir schließlich alle, dann sagen wir sofort, darüber redet man doch kein Wort. Weil gewinnen spielt beim Fußball keine Rolle. Sind gewinnen, sind die anderen da, der Opitz und der Zwirschina, die denken, wenn sie denken, nur ein Spurt. Erst Peppe, schieß her, du! Hatscha das schon! Nimm ihm Krawattisch! Schäb ihm ins Loch! Schiedsrichter, mach die Glüren auf! Ottwachler, gefuhrt! Der Opitz und der Zwirschina, das bin ich und dieser da, die denken, wenn sie denken, nur an Spur! Erst der Hutter am Maßen! Schau hinter dir! Vetter geboten! Essen von der Schmäh. Oh, der steckt ihm in Drill. Zwirblatter steckt ihm am Hut. Der Opitz und der Zwirschina, das bin ich und dieser da. Die reden, wenn sie reden, nur von Spurt. Peppi, hörst du, fällt mir, ich muss dir was dazu. Du neulich im Kaffeehaus, da red mich einer an. Ein Bozenkrän aus Frankreich, ein reicher Fußballfan. Leiband. Der bietet 100 Fetzen. Ich sag ihm, ja, ich brauch's. Na und? Dafür spül ich ab nächstes Jahr beim FC Bordeaux. Aber geh, die lassen uns nicht laufen. Wer so denn? Weil Opitz oder Zwirschina haben's ja nicht so viele da. Dann kriegen wir noch ihre Schrauben. Jawohl, die brennen nicht, wir rennen nicht, wir trauen sich Samara. Den Fußball unterstützen ist die erste Bürgerspflicht. So hieß es kürzlich erst auf einer Tagung. So denkt doch nebenbei eine große Brauerei und zahlt der ganze Fußball über der Ragung. Aber der Opitz und der Zwirschina haben ja nichts von denen da. Drum ist das eine Bozenschweinerei. Doch leider sind in letzter Zeit Verräter unter uns. Die zersetzen unseren Sportlergeist von innen. Die haben eine Ambition, die Folgen merkt man schon, wenn's hier und da ein Ländermatch gewinnen. Und der Opitz und der Zwirschina stehen dadurch als Sandler da, ja undank ist und bleibt der Weltenlohn. Jedoch die Presse ist niemals böse, auch wenn wir noch so sehr bedient sind auf die Schlöch. Was wir auch treiben, die werden schreiben. Ein Unentschieden ist ein Sieg für Österreich. Auf diese Art bekommt man eine Popularität und eventuell eine Tankstelle mit zwei Pumpen. Aber wenn ein Star nicht kriegt, worauf er eben fliegt, nur dann lasst er sich halt stocken, diese Lumpen. Der Opitz und der Zwirschina machen niemals ein Trara, nur sie spielen ein bisschen ungeschickt. Erst Peppe, du Wasser. Stach da, bleib steh. Mir geht die Luft aus. Die Füße tun mir weh. Schau da was an, jetzt haben uns die Luxemburger die sechste Goal geschossen. Da kannst nix machen, das sind Amateure. Doch der Opitz und der Zwirschina, das bin ich und dieser da. Die denken, wenn sie denken. Die reden, wenn sie reden. Die haben nur ein Ideal. Jetzt hab ich's vergessen.
Geh, wenn wir eh nur eins haben. Grad hab ich's noch gewusst. Haben nur ein Ideal. Was war's? Den Spurt. Na, bist denn du deppert? Ja, das war's. Den Spurt!